Darf ich, nimm dir die. Ich nehme mir mal die 15 Minuten. Ich möchte gerne einen pantomimischen Konflikt mit Konfliktlösungen vorführen. Und weil mir das so unangenehm ist, eine Pantomime vorzuführen vor lauter wildfremden Menschen und weil ich auch befürchten muss, dass einige vielleicht nicht verstehen, was ich darstellen möchte, werde ich einfach während meiner Pantomime sprechen. Ja, nicht mehr so eine reinrassende Hugenotten-Pantomime, aber Gott, was soll sein. Glaubt ihr, da ist uns allen gedient. Dann wollte ich noch fragen, bin ich denn als jüdischer Komiker der Einzige, dem auffällt, dass dieses Konfliktdiagramm aussieht wie eine riesige Vagina? Aber ich stelle die Frage, ohne eine Antwort gleich zu erwarten, einfach in den Raum. Auch nur, um eine etwas lockere Stimmung zu schaffen, eine scherzhafte Frage. Für diese Pantomime ist für mich doch sehr schwer, weil ich eigentlich nicht von der Pantomime herkomme, sondern vom gesprochenen nachdenklich machen und vom Schmunzeln. Heise stecken und jetzt natürlich die. Gehen wir natürlich auch gern schieben. Gut, das ist eine Pantomime über Konfliktlösen, wie Songen, die wir sie als Kinder im Kino gesehen haben. Wir sind natürlich auch von Hollywood beeinflusst, jetzt nicht mehr von John Wayne, sondern unser Held war damals Godzilla. Und alter Spaß bei Godzilla, die Jüngeren werden ihn nicht mehr kennen, war so ein Held von meiner Generation, so wie für euch heute. Harry Potter, wo es einen Haufen Unterschiede gibt und wenn ich jetzt die ganzen Unterschiede aufzähle, stehen wir morgen noch hier und niemand anders kommt mehr dran. Nur so viele grundlegende Unterschiede, also Harry Potter kann zaubern und Godzilla ist im Gegensatz dazu ein riesiger radioaktiv verstrahlter Dinosaurier mit radioaktivem Atem. Ich meine, zaubern. Radioaktive Atem. Ich behaupte, Godzilla hätte Harry jederzeit fertig gemacht, aber das sind Hypotenusen, wir wollen das nicht vertiefen. Nun diese kurze Konfliktgeschichte. Diese Pantomime heißt Godzilla. Und sie spielt in Tokio. Ihr müsst euch vorstellen, Tokio ist jetzt hier entsprechend klein. Und in Tokio stehen die ganze Zeit umher Millionen von gesichtslosen Japanern ohne jede Individualität. Stehen so sinnlos und man versteht nicht, was sie. Auf jeden Fall sind sie. Also. Komplett unnachvollziehbares Lachen. Worüber lachen die Japaner? Lachen sie immer noch darüber, dass sie die Beatles auseinandergebracht haben? Und da kommt nun von der anderen Seite der Bühne Godzilla. Rächer der Beatles. Und ich stelle Godzilla da. Ich stelle alle Personen da. Jetzt werde ich nicht mehr so viel erklären. Was jetzt der. Ist nicht Godzilla! Gewalt passiert einmal im Leben. Also, das war auch so sehr. Ja, jeden Witz muss man natürlich. Gut, dann. Ich bin eigentlich in größeren Leben. Gut. Godzilla. Die Japaner, wir erinnern uns. Godzilla! Natürlich die Frage, wer hat einen ernsthaften Konflikt mit Godzilla auf uns zu tragen, Alter? Aber da sind diese Filme sehr gut gemacht, weil es spielt nicht nur Godzilla mit, sondern wir sind jetzt in der Mitte des Films. Da kommt dann immer von der anderen Seite Tokios so ein anderer Godzilla-mäßiger Charakter, der prinzipiell so drauf ist wie Godzilla, groß und verstrahlt. Aber dann ist Fischkette. Dann ist Godzilla. Er ist nicht aktiver Atem,
So, er hat alle Fähigkeiten, verschiedene Fähigkeiten. Er würde zum Beispiel, also, nehmen wir an, der eine hat zum Beispiel die Fähigkeiten, dass er eine Kettensäge im Bauch hat. So scheiße für ihn selber. Deswegen ist er immer schlecht drauf. Ende. Vielen Dank.